So, als nächstes kommt jetzt für den Transporter, für den Schrank vorne eine Verkleidung für die Fächer, wo die ganzen Kleinteile reinkommen. Die habe ich bisher mit Holzbrettern zugemacht. Ich zeige euch dann später noch, was die Haken hier bedeuten, die hier dran sind. Das sind die Haken, mit denen man das Ding dann so einhängen kann. Und damit das zum Interieur passt, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt hier aus dem gleichen Kunstleder, wie die Sitzbänke bespannt sind, mache ich auch die Verkleidungen für den Schrank. So, dazu habe ich mir hier ein Stück rausgeschnitten und das übertragen wir hier jetzt mal auf das Ding hier rüber. So, ich mache das deswegen, weil ich das ja hier umklicken muss und speziell hier, wo die Beinchen sind, muss ich das entsprechend hier noch ein bisschen ausschneiden, damit das sauber reinpasst, und darum markiere ich hier jetzt einfach mal, wie diese Grundfläche hier ist, damit ich das hier ein bisschen schöner abschneiden kann. Ja, passt. So. Dann können wir hier auch die Ecken gleich noch ein bisschen einschneiden. Ja, dann holen wir uns mal den Kleber. Und schon ist die erste Abdeckung
soweit fertig. Und die wird jetzt hier mit diesen Haken vorne eingehängt, aber das zeige ich euch später. Ach, was heißt später? Gehen wir einfach mal los. Marschieren wir doch einfach mal zu. Gucken wir mal, ob das Ding da reinpasst oder nicht. Gibt doch nichts Schöneres, als gleich auszuprobieren, ob die Arbeit Früchte trägt oder nicht. Versionen einfach nur mit schwarz lackiertem Holz, und das sollen jetzt die neuen werden, und die müssen jetzt hier unten ran. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Diese Raster hängen sich hier seitlich in diesen Beinchen ein, und hier oben kommt jetzt noch mal quasi die gleiche Klappe drauf. So in der Art, wie sie hier oben ist, kommt es jetzt hier auch nochmal her. Und auch diese Klappen hier möchte ich auch noch in diesem schwarzen Kunstleder überziehen. Ja, so viel zum Thema Abdeckung von den Regalfächern.